Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur: Reckoning. Wir sind immer noch im Quest, ja, wie heißt er denn? Dafür lohnt sich das Kämpfen. Und ja, werden jetzt hier mal wie immer weiterhelfen, so gut wir können. Leider ist unser Freund hier schon etwas vorausgelaufen und sag mir bitte nicht, dass er tot ist. Bitte. Nein! Oh, scheiße. Leute, der soll doch nicht sterben. Kobolde sind erledigt. Aber etwas ist seltsam. So viele Leichen. Ich glaube nicht, dass das die Kobolde waren. Theas war früher ein Kriegsgeweihter, genau wie ich. So ein Gesindel wäre für ihn kein Problem. Aber diese anderen Leichen sehen aus, als hätten sie einen schweren Kampf hinter sich. Sie müssen zum Testament gehören. Was bedeutet, dass sie Theas getroffen haben? Und dann kam es zum Kampf. Wir müssen herausfinden, ob Theas das überlebt hat. Was ist in diesen Höhlen geschehen? Ich weiß es nicht genau. Sobald wir diese Kobolde los sind, können wir uns alles genauer ansehen. Okay. Der hat jetzt hier schon viel alleine gemacht. Das ist doof. Das mag ich immer gar nicht, wenn die so weit vorauslaufen und ich dann mich dem anschließen muss. Bin froh, dass er noch überlebt hat. Oft hat man da bei solchen Quests dann immer die Verantwortung für den anderen. Aber gut. Ich nehme mal alles. Ach, das geht sogar. Das ist schön. Warum kann ich das hier nicht nehmen? Hier ist irgendwie nichts, was ich wählen kann. Na gut. Dann laufen wir mal hier wieder zu ihm rum. Wo bist du? Da. Ah, jetzt können wir nämlich hier durch. Alles klar. Dieser Hebel scheint fest an seinem Platz zu sitzen. An seinem Ende befindet sich ein kleiner Griff, der in eine der vier Himmelsrichtungen gedreht werden kann. Was kann ich jetzt machen? Wie soll ich den denn jetzt drehen? Kapiere ich jetzt gerade nicht. Irgendwas muss ich jetzt hier machen können. Wie? Muss ich mit ihm sabbeln? Sie ist fest verriegelt. Wir müssen die Leichen von Alsace und Berzer finden, um sie zu öffnen. Beginnen wir mit der Suche. Wenn ihr eine Leiche seht, die zu meiner Gruppe gehören könnte, gebt laut, dann komme ich rüber. Gebe ich denn laut? Wer gehört zu eurer Gruppe? Ich weiß es nicht. Wir müssen sie durchsuchen. Wenn ihr eine Leiche seht, die zu meiner Gruppe gehört haben könnte, zeigt sie mir. Dann versuche ich, sie zu identifizieren. Alles klar. Gut, dann wird das wohl bestimmt einer von denen da hinten sein, der so... Der, den ich bestimmt gerade nicht auswählen konnte, nehme ich mal an. Der da. Mal gucken, ob der dazu gehört. Das würde ja Sinn machen. Ja. Hier, komm mal rüber. Ich gebe laut. Hier, deine Leiche kannst du untersuchen. Von Harreit untersuchen lassen. Ja. Mach mal. Ach, er kommt schon. Ah, jetzt kommt er, alles klar. Komm mal her, hier. Komm, deine Leiche gefunden. Das ist weder Alsace, noch Berzer oder Theas. Wahrscheinlich wieder einer von diesen Mistkerlen vom Testament. Ist ein interessanter Quest hier, ne? Sowas hatten wir auch noch nicht. Dass wir jetzt hier uns auf eine unbekannte Suche begeben können. Ach, wir können die alle jetzt hier und... Woran erkenne ich die denn mal? Ich versuch's mal mit ihm hier. Kenne ich nicht. Wahrscheinlich einer von diesen verdammten Narren vom Testament. Aber können wir ja jetzt jede x-beliebige Leiche nehmen, die hier rumliegt und hoffen, dass es einer, dass einer richtige ist. Einer von den Kobolden wird es ja wohl nicht sein, oder? Er vielleicht? Der mit der Blutspur? Das ist ein fremdes Gesicht. Die gehörten nicht zu meiner Gruppe. Sieht man die vielleicht ein bisschen an der Rüstung oder so, wie die aussehen, dass ich das... Ich versuch's mal mit dem, der hat eine ähnliche Rüstung. Das ist Alsace. Ich kannte ihn nicht besonders gut, aber so einen Tod hatte er nicht verdient. Anscheinend hat er seinen Teil der Kombination noch. Okay. Reicht das jetzt oder muss ich noch mehr finden? Das ist nur ein Teil der Kombination. Dann laufen wir mal noch ein bisschen weiter. Wenn die so eine Rüstung wie er tragen, der hier nicht, glaube ich, der nicht. Sie vielleicht? Und er da vorne vielleicht auch. Das ist weder Alsace noch Berzer. Achso, okay. Dann nehme ich mal den.
Ja, das ist weder... Wie sieht er aus? Oh, warte, ich muss mir sein Aussehen so ein bisschen mal merken. Mhm. Mhm. Ja, gut. Der, von denen ist es nicht einer. Der hier war das. Die sind es natürlich auch nicht. Der auch nicht. Vielleicht liegen hier noch mehr rum. Er hier glaube ich auch nicht. Da hinten ist noch eine Truhe. Was haben wir hier? Will ich nicht. Hier könnte klappen. Das ist ein fremdes Gesicht. Hatten wir schon? Na gut. Ich glaube auch nicht, dass der hier klappt, aber wir probieren es mal. Ach doch. Berzer, sie war nur eine Söldnerin auf der Suche nach dem schnellen Gold. Ohne zu ahnen, dass es so enden würde. Aber immerhin hat sie ihre Kombination noch. Alles klar. Jetzt läuft er weg. Haben wir also beide, die wir brauchten? Gut. Ja, dann probieren wir das doch jetzt mal aus. Dieser Hebel scheint fest an seinem Platz zu sitzen. An seinem Ende befindet sich ein kleiner Griff, der in eine der vier Himmelsrichtungen gedreht werden kann. Da du die Leichen von Herals Gruppe gefunden hast, kannst du die richtige Abfolge eingeben. Mit Herald sprechen. Reden mit ihm. Es ist Teas. Wir kommen zu spät. Warum sollte er sich so verstecken? Ich weiß nicht. Teas ist in seinem ganzen Leben nie vor einem Kampf davongelaufen. Es sieht fast so aus, als hätte er sich absichtlich hier eingeschlossen. Aber warum? Wenn er wusste, dass er stirbt, weshalb sollte er sich dann die Mühe machen, sich hier zu verstecken? Außer er wollte verhindern, dass das Testament den Schatz bekommt. Moment, habt ihr das gehört? Das Testament ist hier. Mhm. Ja. So, plündern. Oh, kriegen wir aber eine Menge. Und Gold, eigentlich will ich das immer gar nicht. Was soll ich damit? Hier kann ich das aufbrechen. Ich glaube, das klappt nicht. Mit unseren drei Dietrichen kriegen wir das hier, glaube ich, auch nicht hin. Nein, ich krieg's sogar hin. Beim ersten Mal. Das ist ja der Hammer. Die Beinpanzer möchte ich eigentlich auch gerne mal ausprobieren. Können wir irgendwas vielleicht loswerden? Ich müsste sowas mal in meine Truhe wieder zu Hause hinpacken, aber habe ich das letzte Mal anscheinend nicht gemacht. Und die olle Bauernhose, die packe ich jetzt mal weg. Das nervt mich jetzt hier. Das muss ich behalten und ja, wir haben jetzt nicht viel, was wir da wegpacken können, aber reicht das vom Platz? Ach nö. Kannst du mal bitte dahin zielen? Komm, lass gut sein. Dann ist alles klar. Meine Gruppe konnte die Tür öffnen, das Testament kam rein, wollte den Ring haben und hat alle ins Paradies befördert. Verdammte Narren. Wir sind eigentlich nur wegen des Geldes gekommen. Mehr wollten wir nicht. Trotzdem hat Teas den Ring vor ihnen verborgen. Er hat ihn für wichtiger gehalten als sein Leben. Warum? Das Testament hat genug angerichtet. Ich werde dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal geschieht. Nehmt den Ring. Ich will ihn nicht mehr. Wir sehen uns im Lager. Dankeschön. Krieg ich jetzt... Ach, du kannst noch mal ein bisschen... Du kannst noch mal reparieren hier, wenn du schon mal da bist. Reparier doch mal hier alles, was geht gerade. Ich will den Ring. Aber mein Inventar ist voll, verdammte Axt. Immer dasselbe hier. Eigentlich wollte ich zuletzt noch was anderes. Ich wollte erstmal gucken mit der Rüstung und ob ich das jetzt brauche oder nicht. Wenn ich es nicht brauche, kann ich es auch gleich wegpacken. Hier brauchen wir wieder Macht. Davon haben wir immer nicht so viel. Und allgemein, gut, es ist ein Schutz von 110, aber das andere hat deutlich mehr Leben und Mana. Das ist mir eh wichtiger. Dann können wir da erstmal das wegpacken
und haben auch neues Konsumgut, gucke ich jetzt nicht rein. Was wollte ich jetzt genau? Ich wollte den Ring auf jeden Fall haben. Und was hat sie? So, auch noch mal ein bisschen Kohle. Accessoires. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben den Ring bekommen. Da. Ein seltsamer Ring, der bei Berührung warm wird. Er trägt die eingravierte Inschrift: Am Ende der Schlucht schläft Phyragnos und wartet sich wieder zu erheben. Wozu? Was bringt mir jetzt der Ring? Was habe ich davon? Was habe ich von den anderen Ringen, die ich anscheinend gar nicht brauche? Ach so, Siegelring der Balan. Ja, den kann man auch nicht. Kann man auch leider nicht in die Kiste packen. Ich habe immer gehofft, man kann auch manchmal ein paar Sachen wegpacken. Kann man aber nicht. Okay. Aber ich habe den Ring genommen. Können wir das Gold auch noch mitnehmen? Die Kohle können wir mitnehmen, aber den Rest nicht, ne? Nee, die Goldklumpen sind jetzt alle noch hier. Die könnte ich mir eigentlich ein andermal mitnehmen. Wobei ich sagen muss, so wichtig ist mir das Geld nicht so immer eigentlich. Ist zwar toll, aber ich brauche es gerade nicht. Aber ich weiß ja jetzt, wo ich es finde. Von daher gehen wir mal einfach raus jetzt hier. Wir haben ja wieder unsere Aufgabe erfüllt. Gehen in die roten Marschen. Und gucken, was wir als nächstes tun können. So, wir nehmen den nächsten Quest. Lalala. So, ihr gerechter Zorn. Wir wollen hier die Leute vergiften. Das wird ein Riesenspaß. Das mache ich auch privat total gerne. Ach, guck mal, hier haben wir noch einen Stein. Die Dämonen schänden das Land. Die verbrannte Haut der Welt glüht rot vor Leid. Es ist das tiefe Zwielicht. Und die Blässe des Todes legt sich über die Bewohner Amalurs. Feuer toben in den Einöden. Das einzige Geräusch ist geflüstertes Lachen. Als die Glut erkaltet und ein Wind über die Wüste weht, entspringt aus der toten Erde wieder Leben. Und der Kampf beginnt. Tadö. Ach, das ist schön schön hier, ne? Das ist schon toll aufeinander abgestimmt, finde ich, so von der Atmosphäre her. Kann man doch immer wieder, merke ich, einsteigen. Also so wenn, wie ich jetzt, die jetzt eine Weile nicht aufgenommen hat. Man kommt doch irgendwie wieder rein. Aber es ist ja auch nicht so schwer. Quest kriegen, Quest lösen. Ja. Da sind wir auch schon wieder. Und jetzt gehen wir mal hier zurück. Und bin natürlich total falsch. Und es war so klar, dass ich jetzt nicht hier oben hin soll, sondern wieder komplett falsch gelaufen bin. Oh. Ein Graus, ne? Ein Graus. Aber gut, ich sehe schon, dass hier in Galette weniger zu tun, dass es hier weniger zu tun gibt langsam. Mit unseren 5 Dietrichen versuche ich mal wieder hier das zu öffnen. Ich habe Glück heute, ne? Mit den Dietrichen, das läuft ganz gut im Moment. Ein Reparaturkit. Oh, ich will das aber haben. Das ist nicht schlecht, wenn man so in so einer Notlage ist und dann zwischendurch auch mal was reparieren kann. Oh, ich kann immer so viel Sachen nicht mitnehmen. Ätzend. So. Wo darf ich hin? Zur Gruft? Sind die hier? Ihre Leute, die sie da... War das hier? Ja, ne? Gut. Die machen wir platt jetzt. Gut, wir sind jetzt in der Gruft und müssen es bis zur Zisterne schaffen. Ja. Ich will einige dieser Mistkerle vom Testament vergiften und ihre Leichen in die Zisterne werfen. Dadurch wird der Wasservorrat des Kults verseucht. Wenn sie von innen zu verbrennen beginnen, wenn sie sehen, wie die Leichen ihrer Brüder das Wasser verderben, sie sollen sich an das Leben erinnern, das sie mir genommen haben. Mhm. Ja, dann wollen wir mal die Tür aufschließen und ihr beim Vergiften helfen. Es wird total schön. Ihr kennt mich langsam genug, um zu wissen, dass ich... solche Quests nicht allzu gerne mache, aber wer nicht will, der hat schon. Wonach sucht ihr? Nach ein paar freundlichen Worten widmen wir uns wieder unserer Aufgabe. Ja, ist ja gut jetzt. Ja, bloß nicht quatschen. Weitermachen. Ich weiß nicht viel über diesen Phyragnos oder warum er hier begraben wurde. Aber wenn das Testament ihn will, wird es zu bedeuten haben. So. Ich
doch mal auf, mich hier immer so von der Seite anzugiften hier. Aber ist ja auch, also, sie will halt Rache nehmen, ne? War es das jetzt hier unten schon, oder was? Nee, wir sind doch noch nicht durch. Immer wieder die Olle, deswegen. Wer ist denn hier der Anführer, Arsch? Wie kann das sein? Ich glaube, ich muss jetzt mich hier mal um was anderes kümmern, habe ich das Gefühl. Irgendwas läuft hier gerade schief. Hat sie das jetzt schon gemacht? Ich glaube, ich mache hier was ganz gehörig falsch gerade. Ich muss hier irgendwie... Leichen vergiftet 3 von 5. Also irgendwie mache ich das hier so nebenbei, ohne dass ich das gecheckt habe, wie ich es mache. Es gibt noch mehr. Ja, ist schön. Und wie kriege ich die... Wie mache ich denn das hier mit dem Vergiften so nebenbei? Wie mache ich das nebenbei? Ich muss hier irgendwas einsammeln, aber ich weiß nicht was. Und wo ist sie? Ist sie tot? Warte mal, ich bin zu blöde gerade irgendwie. Ich habe die Zisterne erreicht, um sie zu vergiften, muss ich die Soldaten des Testaments vergiften und ihre Leichen in die Zisterne werfen. 5 Leichen müssten ausreichen. Also ich muss die irgendwie runterkicken, glaube ich. Aber ich weiß nicht wie. Fallt mal runter. Runterfallen. Runter, runter, runter. Ja. Komm, jetzt müsste das doch wieder einer gewesen sein. So, die soll aber runter. Fall runter.
war doch wieder, oder nicht? So, die sind auch runter. Jawohl, da ist wieder einer runtergefallen. Okay, jetzt habe ich es raus, den Dreh. Fall runter. Und runter. Und wieder einer unten. Das muss doch jetzt mal ausreichen. War das jetzt genug? Na, endlich. Boah, das war jetzt echt eine komische Aktion hier irgendwie. Ich weiß nicht, ich habe das gar nicht gecheckt, dass die hier runterknallen müssen und besiegen und besiegen und besiegen, bis ich irgendwann mal gemerkt habe, so, es kommen irgendwie immer wieder neue. Dann dachte ich erst, sie soll sich drum kümmern und ich mache dann das andere, aber das funktioniert ja auch nicht. Ich weiß jetzt irgendwie immer noch nicht ganz, wie es geklappt hat. Ich glaube, die mussten hier halt tatsächlich an der Stelle, hier wo diese Zisterne ist, runterknallen. Und da hinten hat es aber irgendwie nicht so geklappt, oder doch? Ich habe es in dem ganzen Gefecht irgendwie schwer erkennen können. Ja. Es ist vorbei. In einigen Stunden werden diese Mistkerle wissen, was wir hier getan haben. Dann war's das. 2 Jahre Planung und Spurensuche abgeschlossen. Ich dachte, ich wusste nicht, was passieren würde. Aber ich empfinde nichts. Wie viele Mitglieder des Testaments habe ich getötet. Und dennoch fühle ich gar nichts. Okay, ihr werdet niemals zu ihnen gehören. Lasst sie euren Hass spüren. Ihr habt recht. Ich habe sie nicht umgebracht, damit sie Erlösung finden. Ich wollte nur Gerechtigkeit. Ich wusste bei meiner Ankunft nicht, was das Testament vorhat. Aber ich habe die hier bei einem von denen gefunden, die ich getötet habe. Ich weiß nicht viel über diesen Niskaru, Phyragnos, aber das Testament ist an ihm interessiert. Ab jetzt werde ich ihre Umtriebe genau beobachten. Na gut, okay. Dann haben wir das jetzt gemacht und ich habe hier eine Menge Sachen, die ich einsammeln muss. Das werde ich nicht so in der Aufnahme schaffen, weil mein Inventar dafür einfach nicht ausreicht. Also ich kann zwar die Goldmünzen einsammeln, aber das war es auch schon. Ja, um zu gucken, was hier alles Nettes bei ist oder nicht bei ist, muss ich einfach mal ein bisschen gucken, was ich hier so finde. Oh, hier haben wir auch noch diesen Psalm. In die Bresche. Ja, wir sind noch nicht ganz durch mit unserem Quest, aber wir haben hier eine Menge gekämpft, eine Menge Erfahrungspunkte habe ich gesammelt und eine Menge lange nicht gecheckt, was ich eigentlich machen soll. Damit ist der Part jetzt auch um. Wir sehen uns im nächsten wieder. Mal gucken, wie es dann weitergeht und mal gucken, ob ich dann hier irgendwas gefunden habe in dieser Leichenbrücke, die ich mir hier jetzt geschaffen habe. Bis dann. Tschüss.